Okidoki. Schön, was ist hier so im Gange? Hier ist auch kein anderer. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Ein kleiner Holzschrank. Kann ich den öffnen? Kann ich den untersuchen? Ich habe so das Gefühl, Calvin hat nichts in diese Gegenstände gepackt, weil er wahrscheinlich Angst hatte, dass man sie dann übersieht, aber... Erinnerst du dich noch daran, dass Alice geschrumpft ist, als sie aus der Flasche mit der Aufschrift Trink nicht getrunken hat? Warte. Ein schwerer Eisenkessel. Hinter dem Kessel befindet sich ein Loch. Anscheinend liegt dort etwas auf dem Boden, eine Art Tafel. Es ist aber nicht möglich, die Tafel zu erreichen. Dafür muss erst der Kessel aus dem Weg geräumt werden. Okay. Das heißt, wir benutzen die kleine Flasche jetzt sozusagen mit dem Kessel. Weil selber trinken möchte ich das nicht. Ich dachte darüber nach, wie absurd es war zu hoffen, dass die Flüssigkeit den Kessel schrumpfen lassen könnte. Aber ich hatte in diesem Haus schon genug erlebt, um selbst an das Absurdeste zu glauben. Okay. Die Flasche ist nun leer und wird nicht mehr benötigt. Gut. Und Tafel Schütze erhalten. Und damit dürften wir jetzt eigentlich komplett sein, jawohl. Dann mal ganz fix. Ach nee, wir speichern an anderer Stelle. Und zwar, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit euch die ganzen Enden durchexerzieren soll. Jipp, ich glaube, das mache ich so. Speichern. Jedenfalls erst einmal das Ende. Die Tafeln wirklich in die Tür setzen, die können da nicht mehr rausgenommen werden, ja. Gut, also eins ist der Schütze, der muss nach oben. Zwei ist das heiße Wüstengedöns, also der Skorpione in den Osten. Dann der Süden wird von den Gewässern abgedeckt. Und der... Moment... Ja, ich glaube, ich hab's versaut. Moment, kriegen wir das so noch hin? Ne, doch, hat gestimmt. Hä? Ach Mensch. Sollte leserlicher schreiben. Ja. Geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Es ist wirklich alles wieder normal. Maria hat also die Wahrheit gesagt. Aber natürlich habe ich das. Eigentlich sollte ich dir ja böse sein, weil du meinen Namen ständig vertauscht. Aber du hast mir wirklich geholfen. Ohne dich hätte ich diese Tür nie aufbekommen. Vielen Dank, liebe Emily. Bäm, Alter. Voll abgestochen. Aber die Brüste auch, wie sie zum Schluss springen. Ja. Das war vielleicht nicht das fröhliche Ende, was ihr erwartet hättet. Aber die Moral von der Geschichte ist, ihr dürft immer eure Freunde ausnutzen und wenn sie euch zu lästig werden, dürft ihr sie abstechen. Ein lustiges Spiel. Naja gut, aber das war jetzt nicht gerade das, was wir erreichen wollten, deswegen wir werden auch gleich neu laden. Oder ich spiele das Spiel heute noch durch. Wie spät ist es denn? Na, 3:45, ich kann immer nachher noch einkaufen gehen. Die Musik, dann Oberbauer, Emma und Kevin MacLeod. Ach, egal. So. Gut, dann müssen wir die Credits später nicht nochmal abspielen lassen. Müssen tun. Soundeffekte, unter anderem Free Sounds. Ach ja, meine Zettelwirtschaft, die könnte ich auch mal in Ordnung bringen. Jetzt habe ich hier überall das Rumkleben. Tubi-tubi-dub-dub. Vielen Dank an folgende Tester. Adrian 2000, Alpha und Beta, Aventor, Clades, Theorissen und Engel der Furcht. Vielen Dank an folgende Tester. Nochmal, Kiwi Cake, Margin Sonic. Ach, der liebe Margin Sonic. Der hat da auch mitgemacht. Mordeschei, Mortislich, Shadow 13 und auch Tazuwa, der liebe. Na, sieh mal einer, guck. Ich find's immer wieder schön, wenn man hier ein paar Namen aus dem Forum wiederfindet. Ich danke euch fürs Spielen. Und ich nehm's schon mal vorne weg und danke dir für das Erstellen dieses Spiels, lieber Calvin. Ja. Und dann würde ich jetzt gerne wieder zum Titelbildschirm wechseln und wir haben das Ende D jetzt erreicht. Was auch schon zeigt, das ist das schlechteste D wie... wie durchtrieben.
Gut, aber durchtrieben beschreibt nicht ganz, was Alice getan hat. So, okay, ab geht's zurück zum Bildschirm. Und jetzt haben wir natürlich unsere Lektion gelernt, dass wir da nicht die lieben Tafeln einsetzen, sondern an der anderen Tür, die wir ja noch gefunden haben. Und das werden wir jetzt auch flink tun. Tafeln wirklich hier einsetzen, wir können nicht mehr rausgenommen werden. Jawohl, machen wir das. Also den Schützen nach Norden, die Gewässer, ach Quatsch, die brennend heiße Wüste nach Osten, die Gewässer nach Süden und die Waage nach Westen. Bam! Und dann hinein. Oh, ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Ach, und dann geht der Spaß erst richtig in die Vollen. Yippie! Jetzt kommt ein Teil, auf den man sich freuen kann. Eigentlich würde ich grundsätzlich da gar nicht erst reinmarschieren, wenn das ein Symbol auf dem Boden ist, aber... Hier ist er, Ladies and Gentlemen, der verrückte Hutmacher! Versuche dem Monster zu entkommen. Vielleicht gibt es in einem der Zimmer einen Ort, an dem man sich verstecken kann. So. Alles klar. Und hier unser Ort, an dem wir uns jetzt häufiger aufhalten werden, ist der Schrank, der... resettet nämlich so ein bisschen unseren Hutmacher-Freund, Kollegen hier. So, und dann wollen wir doch gleich mal gucken, untersuchen. Dann untersuchen wir das mal. An der Wand wurde etwas geschrieben, aber die Schrift lässt sich nicht entziffern. Anscheinend wurde eine Art Geheimtinte benutzt. Gut. Dann mal hier lang. Kann ich das öffnen? Ein Code, den wir nicht haben. So, ist gut. Kann ich nicht. So, und dann erst einmal zurück. Und ab in den Schrank. Yep. Mal gucken, wo er war. Immer noch links, alles klar. Habe ich hier noch ein... Warte mal, benutzen und dann hier mal Brecheisen. Das sieht mir nämlich verdächtig aus. Muss es aber nicht sein. Was haben wir hier? Handschuhe erhalten. Da sieht man einer, guck. Nochmal Schrank benutzen. Ich weiß, das wird jetzt eine ganz schwierige Tortur. Aber ich habe keinen Bock, dass der mir dann in so einem kleinen Raum über den Weg läuft. Gut, das wird früher oder später sowieso passieren. So, da haben wir eine Tür, die wir noch nicht aufkriegen. Was haben wir hier? Brecheisen benutzen, das ist nicht möglich. Hier muss ich wahrscheinlich nur so öffnen. Was haben wir hier? Taschenlampe erhalten. Das ist nicht möglich. Hier liegt doch aber irgendwas auf dem Boden. Untersuchen. Auf dem Regal stehen Weinflaschen und Bücher über Gartenarbeit. Das interessiert mich nicht so ganz, aber... Einfacher Holzschrank öffnen. Untersuchen. Nichts Besonderes. Gut, dann verfilmen wir uns auch gleich mal wieder. Ab zurück in den Holzschrank. Aber ich bin schon angespannter, muss ich sagen. Dieses Kerlchen hier ist mir nicht so ganz geheuer. Bis jetzt war es horrortechnisch, sage ich mal, ziemlich in Ordnung. Ich meine, ich kannte das Spiel schon. Und ich meine, wenn man es als Erstling spielt, als Neuling, dann überkommt einen schon so eine leichte Gänsehaut. Aber das ist jetzt wirklich... die Meisterleistung, muss ich sagen. So, benutzen. Das ist nicht möglich. Achso, kann ich nicht einfach den Schalter? Gut. So, und wenn man wirklich mal total gestresst ist, kann man hier einen Ruhepol finden, weil dieses Symbol zeigt halt, dass man diesen Bereich betritt, wo der liebe Hutmacher sein Unwesen treibt. Und ich meine, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir haben noch 4 von 4 Leben. So, und dann muss ich erst einmal rekapitulieren. Wir müssen das da oben aufmachen. Wir müssen Geheimtinte. Dafür brauchen wir die Glühbirne und Batterien. Oder die Taschenlampe. Ne, die Taschenlampe, genau deswegen. Aber die hat noch keine Batterien. Die mit einer Batterie betrieben wird. Im Moment ist keine eingesetzt. Aber die Batterie ist hier oben. Das heißt, drücken, ziehen. So, und letzter Hops. Batterie erhalten und jetzt hoffen, dass er nicht im nächsten Raum wartet. Der läuft nämlich random jetzt alle Räume ab. Bitte sei nicht hier, bitte sei nicht hier irgendwo, bitte sei nicht hier. Auf jeden Dank, lieber Hutmacher. Ich finde es schön, dass wir so Hand in Hand zusammenarbeiten. Fast wie der Merzhase und du halt. Nur, dass du dort nicht so ein Riesenmesser hast. So, gut. Dann Inventar, Taschenlampe anlegen, mit Batterie kombinieren. So, und das dann jetzt mal benutzen. Das ist nicht möglich.
Das ist nicht möglich. Was kann ich denn hier machen? Neben der Lampe befindet sich ein Lichtschalter. Kann ich den drücken? Drücken, ziehen. Dann ist hier duster. Achso, ihn jetzt benutzen. Auch nicht. Okay. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich mich nicht mehr so ganz erinnere, was ich hier tun muss. Ich probiere auch gerade mal, können wir dem hinterherlaufen? Gehen wir mal hier rein. Die Tür ist verschlossen. Wie sieht es hier aus? Die ist auch verschlossen. So, da ist jetzt zappenduster. Hier oben ist der Schrank. Dort ist ja dieses Kästchen da, was wir noch nicht öffnen können. Hier haben wir ein bisschen was zusammengemausert. Und hier kommen wir halt. Gut, jetzt sind wir ja alles mal abgelaufen. Da ist nirgendwo. Platzieren wir uns erst einmal hier in Ruhe. So, wie war das? Haben wir hier noch irgendwas? Ach, hier kann ich ja auch noch weiter. Stimmt, stimmt, stimmt. Man sollte sich immer erst einmal alles zunutze machen. Sinterer Kreuzklinge brechen wollen. Lass mal das hier aufbrechen und mal gucken, was wir finden. Dietrich erhalten. Ach so, das brauchen wir dann auch noch. Und hier finden wir eine UV-Birne. Ach so, jetzt ergibt das Sinn. Die UV-Birne müssen wir höchstwahrscheinlich dann dort einsetzen, wo wir das Licht ausgemacht haben. Oder Moment mal. UV-Birne anlegen. Okay. So, und die benutzen wir dann auch gleich mit der Geheimschrift. Lass mal hochrennen. Bitte sei nicht im nächsten Raum, bitte sei nicht im nächsten Raum. Ist also easy going eigentlich. Normalerweise beim letzten Mal wurde ich, glaube ich, alle 5 Sekunden von dem hier irgendwo überrascht. Und ich habe nichts an diesem Spiel verändert, muss ich zugeben. Ich habe ja nicht die Pussy-Version gemacht. Es ist wahrscheinlich, wenn man weiß, dass der Typ kommt, dass es dann nicht ganz so schlimm ist. Oder wenn man sich darauf einstellt. So, an der Wand stehen überwiegend seltsame Schriftzeichen, aber auch Zahlen. 7, 2, 8, 5, 1, 9. Gut, wir haben den Code. Notizworte im Notizbuch eingetragen. Na! Boah! Hihi! Ich hab's doch gesagt! Wenn man einmal nicht damit rechnet, dann kommt Toast Inge gleich um die Ecke. Da hab ich mich doch erschrocken, das geht doch gar nicht. So, dann schnell den Code eingeben. So, öffnen. So, 7, 2, 8, 5, 1, 9. So, wir haben schwarze Dame erhalten, okay. So, und die andere kriegen wir dann halt mit diesem Dampfraum, wo dieser Dampf austritt. So. Dann wollen wir uns doch jetzt erst einmal dorthin begeben. Ich frage mich gerade noch, ob man in diesem Raum weglaufen konnte, also ihm ausweichen. So. Schwarze Dame. Handschuhe. Wir haben Handschuhe gefunden, so. Dampf sperrt den Weg, so. Ah, scheiße. Mist. Mist, 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 hier kommen wir nicht weiter. Mist, jetzt ist er da. Gottes Willen. Okay. Wir lassen uns nicht vermiesen, der ist jetzt da drin. Und freut sich seines illustren Lebens. Bis, geh weg! Och, nein, da bin ich nicht rein, da bin ich doch in der Falle. Nein, da. Komm. Ein sehr freundlicher Geselle. Ich fühle mich so saupudelwohl in seiner Gesellschaft. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ist auch nicht so, dass mein Herz irgendwie jetzt schneller schlägt. Geh wieder weg! Okidoki. So, und jetzt kümmern wir uns um besagte Angelegenheit in dem Raum hinter des Dampfes. Also durch den Monsun sozusagen. So, Dietrich, benutzen. Mach hin. Geht das nicht schneller? Weiße Dame. Und durch. Du kannst nicht mal Hutmacher! Aber wir haben halt immerhin 2 Lebenspunkte verloren.
speichern. Achso, jetzt kommt wir wieder ganz nach oben. So. Und dann wollen wir doch mal einsetzen. Brosche. Schwarze Dame. Schwarze Dame wurde eingesetzt und weiße Dame eingesetzt. Also gleich jetzt so in diesem Moment wurde eingesetzt und episch öffnet sich eine Geheimtür neben dem Schachbrett.